Guten Morgen, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Stadtretreats. Hier ist wieder Jana Chandra. Heute mit ein paar Betrachtungen und Reflexionen zu dem vierten Paar weltlicher Winde, nämlich Freude und Leid. Auch das Erfahrungen, die wir alle immer wieder machen. Wir kennen alle Freude, wir kennen alle Leid, Schmerz. Heute würde ich die aber gerne anders übersetzen, nämlich simpler als die Erfahrung von Lust und Unlust oder als die Erfahrung von angenehm und unangenehm. Ich denke, das widerfährt uns ständig. Jede Minute unseres Lebens erleben wir Dinge, die angenehm sind, erleben wir Dinge, die unangenehm sind. Und wenn ich mich selbst anschaue, wie ich damit umgehe, muss ich gestehen, dass ich mir manchmal vorkomme wie so eine Blinde, die sich so blind vorantastet. Hier ist was, das fühlt sich unangenehm an, dem weiche ich aus. Da ist was, das fühlt sich angenehm an, da will ich hin. Ja, so wie so eine Blinde sich vortastet, fast instinktives Vermeiden von allem, was Unlust bereitet, was unangenehm ist, und ein instinktives Suchen nach dem, was Lust bereitet, was angenehm ist. Manchmal, es ist kein schönes Bild, aber manchmal komme ich mir vor wie so eine Schnecke oder so ein Wurm, also ein wirklich primitives Lebewesen, was die Fühler ausstreckt, und sobald etwas sich unangenehm anfühlt, ziehe ich die Fühler ganz schnell wieder ein und drehe mich instinktiv zur anderen Seite und suche nach dem, was angenehm ist. Ich denke, das ist eine Erfahrung, die wir alle kennen. Man sieht was, was unangenehm ist, und wendet fast instinktiv den Blick ab. Ja, oder manche Menschen, mit denen fühlt man sich unwohl und man vermeidet die fast instinktiv. Man meidet den Blickkontakt. Man merkt das oft gar nicht, dass man das tut. Oder da ist eine Aufgabe, die wir zu erledigen haben, die uns unangenehm ist. Und die Neigung ist, sie aufzuschieben, zu sagen, ach, später, später. Und sich den Aufgaben erstmal zuzuwenden, die Spaß machen, die einfacher sind. Oder manchmal sogar auf der Ebene von Gedanken. Da kommt ein Gedanke. Und ich schiebe ihn ganz schnell weg, will ihn gar nicht zu Ende denken, der ist unangenehm. Also so ein instinktives Vermeiden von Unangenehmen und instinktives Suchen nach dem, was angenehm ist. Nun ist es an sich natürlich kein Problem, dass wir lieber Angenehmes empfinden wollen als Unangenehmes. Das ist vollkommen natürlich und da ist auch nichts schlecht daran. Das Problem ist, dass wir es so blind tun, ja, dass wir es nicht reflektiert, nicht bewusst tun, sondern dass wir ja fast auf eine primitive Weise das eine meiden und das andere suchen, ohne richtig zu merken, was wir da tun. Uns ist, als ob wir uns blind in einem Labyrinth bewegen würden, und wir drehen uns immer im Kreis. Im Vermeiden von Unangenehmen, im Suchen nach Angenehmen drehen wir uns im Kreis und kommen aus dem Labyrinth nicht raus. Und wenn wir nur die Augen öffnen würden und bewusst gucken würden, was wir da eigentlich tun, würden wir ziemlich leicht den Ausgang finden. Und Shantideva, das ist der Autor dieses wunderbaren Werks, was ich so liebe, dem Bodhicharya-Avatara. Das ist das Werk, aus dem unsere siebenfältige Puja auch stammt. Der fasst das wunderbar in folgendem Satz. Er schreibt: Aus dem Wunsch heraus, dem Leiden zu entfliehen, stürzen sie sich in Leiden. Aus dem Wunsch nach Glück heraus zerstören sie, Feinden gleich, aus Verblendung ihr eigenes Glück. Das finde ich, war immer schon ein Satz, der mich hat zusammenzucken lassen, wenn ich den gelesen habe, der mich frappiert hat und fasziniert hat. Aus dem Wunsch heraus, Leiden zu entfliehen, stürzen wir uns in Leiden. Also möchte ich mal mir anschauen, ein bisschen überlegen, wie sieht das aus? Wie tun wir das? Ein paar Beispiele, die mir da einfallen, ist natürlich, das frappierendste Beispiel ist, wenn man Drogen aller Art benutzt. Ja, der Heroinabhängige sozusagen der Prototyp dieses Verhaltens. In dem Wunsch, Leiden zu entfliehen, diesen schrecklichen Zustand von Bedürftigkeit, von Begehren, um dem zu entfliehen, setzt man sich die nächste Spritze und es geht einem für eine Weile gut. Aber durch dieses Verhalten stürzt man in unendlich tiefes Leid hinein. Ich vermute, ich spreche jetzt nicht zu Heroinabhängigen, wenn ich zu euch spreche, aber die Frage wäre, machen wir das auch im Kleinen so? Gibt es bestimmte Drogen, die wir uns einverleiben, um der Erfahrung von Unangenehmen zu entweichen? Ja, was sind unsere Drogen? Ich vermute, jeder von uns hat seine kleinen Drogen, mit denen wir uns betäuben und ablenken. Vielleicht ist es für manche die Arbeit, in die wir uns reinstürzen. Vielleicht ist es für andere Fernsehen. Ja, das ist eine Frage, die man sich stellen kann. Gibt es bestimmte
Drogen, bestimmte Dinge, die ich nutze, um mich von unangenehm abzulenken. Oder dass irgendeine Situation, die unangenehm ist und statt der uns zu stellen, weichen wir beständig aus. Und durch dieses Ausweichen machen wir es eigentlich schlimmer. Kennt ihr das? Ja, zum Beispiel Konflikte. Manchmal weiß man, da ist irgendein Konflikt in der Luft und eigentlich müsste man da was ansprechen. Aber es ist so unangenehm, dass man es lieber vermeidet und es ein bisschen unter den Teppich kehrt. Und das Ergebnis ist, dass man fortwährend ein schwelendes Unbehagen hat. Man merkt, da ist irgendetwas im Argen, aber man wendet sich dem einfach nicht zu. Und ich glaube, das tun wir mit unangenehmen Gefühlen aller Art. Ich verwende eine Menge Energie in dem Versuch, die nicht zu erleben. Ja, unangenehme Gefühle rauszuhalten aus meinem Erleben, als ob man fortwährend viel Kraft aufwendet, um diese Erfahrung von unangenehm auf Armlänge zu halten, sie auszublenden. Und meine persönliche Erfahrung ist, wenn ich mich dann doch irgendwann, wenn ich irgendwann merke, was ich da tue und wenn ich sozusagen kapituliere und mich sozusagen umdrehe und der Erfahrung direkt ins Gesicht schaue, also nicht mehr wegrenne, nicht mehr wegschaue, nicht mehr mich ablenke, sondern wirklich der unangenehmen Erfahrung direkt ins Gesicht schaue, dann fühlt sich das eigentlich immer an wie eine große Erleichterung. Also wenn man sich einer unangenehmen Erfahrung direkt stellt, sich ihr voll und ganz zuwendet, natürlich mit Aufmerksamkeit und mit Metta, dann wird sie dadurch natürlich nicht angenehm. Es kann immer noch ziemlich unbequem sein, aber gleichzeitig ist ein Gefühl von großer Erleichterung, weil man diesen ganzen Kraftakt, der damit verbunden ist, sie auszublenden, beenden kann. Also die ganze Energie wird freigesetzt, die man vorher benutzt hat, um diese Erfahrung auszublenden. Und ich muss sagen, in meiner Erfahrung, dass unangenehme Dinge einen Großteil ihres Schreckens verlieren, wenn ich sie wirklich direkt anschaue, und dass sie einen Großteil ihres Schreckens daraus beziehen, dass ich sie nur aus dem Augenwinkel wahrnehme. Dann sind sie wie ein bedrohlich großer Schatten so am Rande unserer Wahrnehmung. Aber wenn man sie direkt anschaut, sind sie meistens gar nicht so schlimm. Und ich kann sagen, ich habe noch nie erlebt, dass ich einer Erfahrung oder einer Situation nicht gewachsen war, wenn ich mich ihr ganz gestellt habe. Das heißt, wenn ich mich aktiv der Erfahrung oder meinem Erleben in diesem Moment zugewandt habe und mich dafür aktiv geöffnet habe, habe ich noch nie erlebt, dass es nicht bewältigbar ist. Alles ist bewältigbar, wenn man ihm ruhig ins Auge schaut. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich glaube, dass Ideen, Vorstellungen, die können einen überwältigen. Aber die direkte, unmittelbare Erfahrung hier und jetzt nicht. Und ich habe ein ganz frappierendes Beispiel dafür einmal gehört. Und zwar von einer Ordensfrau aus dem Triratna-Orden, Vidyamala. Die erzählte, wie sie einmal nach einer OP furchtbare Schmerzen hatte. Ja, sie ist chronisch krank, hat also viel mit Schmerzen zu tun. Sie hatte grauenhafte Schmerzen und sie hatte wirklich das Gefühl, sie kann diese Nacht nicht durchhalten. Sie hat 8 Stunden vor sich bis zum nächsten Morgen und sie wusste nicht, wie sie das schaffen soll. Sie dachte, das halte ich nicht durch, das schaffe ich nicht. Und dann hat sie sich gefragt, halte ich die nächste Sekunde durch? Und darauf konnte sie sagen, ja, das schaffe ich, die nächste Sekunde schaffe ich. Und das hat sie dann gemacht. Sie hat einfach nur sich dem jetzigen Augenblick gewidmet und gemerkt, den kann sie ertragen, mit dem kann sie umgehen. Und irgendwann war die Nacht natürlich vorbei. Und so eine Idee von die ganze Nacht muss ich durchhalten mit diesen Schmerzen, das ist eine Idee. Die unmittelbare Erfahrung ist hier und jetzt und das ist die Realität. Und für heute schlage ich vor, dass wir genau das üben, den Blick genau auf unsere Empfindungen zu richten. Also erstens zu bemerken, wo ist da eine unangenehme Empfindung? Wirklich zu spüren, hey, das ist eine unangenehme Empfindung. Das kann sein im Kontakt mit einem Arbeitskollegen, den man schwierig findet. Das kann eine körperliche Empfindung sein, dass ich merke, meine Schultern sind angespannt. Oder eine Empfindung im Straßenverkehr, wenn ich vielleicht frustriert bin, weil ich gerade im Stau stehe. Oder eine Unlust, die ich empfinde angesichts einer bestimmten Aufgabe, die ich zu erledigen habe. Auf zum Beispiel ein schwieriges Kundengespräch, was mir bevorsteht. Oder eine langweilige Aufgabe am Computer. Oder vielleicht auch einfach nur der volle Mülleimer, den ich ausleeren sollte und keine Lust dazu habe. Also einfach zu spüren, wo ist eine unangenehme Empfindung. Und im zweiten Schritt, es zu benennen. Klar, selbst vor sich selbst zu benennen, das ist unangenehm. Unangenehme Empfindung. Im dritten Schritt, das zu spüren, das wirklich zu erleben, so furchtlos und so entspannt wie möglich, einfach zu erleben, wie sich das anfühlt. Das ist jetzt unangenehm.
Der Anblick dieses vollen Mülleimers, das Gespräch mit diesem Kollegen, das Ziehen in den Schultern, was auch immer das ist. Einfach spüren, erleben, ohne was damit zu tun. Und dann im vierten Schritt uns bewusst zu entscheiden, welche Handlung angemessen ist. Zum Beispiel bei einer Aufgabe, wo wir akut Unlust empfinden, ist vielleicht das Beste, sie sofort zu erledigen, ja, statt sie vor uns herzuschieben, so dass sie wie ein Gespenst uns den ganzen Tag umgibt. Aber vielleicht ist es auch besser zu sagen, nein, dafür ist jetzt kein Raum, ich werde sie ganz bewusst jetzt nicht tun, sondern ich tue sie am Freitagnachmittag. Auch das ist eine bewusste, klare Entscheidung. Ja, und diese Übung für sich alleine wäre natürlich ein bisschen einseitig. Deswegen schlage ich vor, wir tun es mit angenehmen Empfindungen ganz genauso. Versuchen zu merken, da ist eine angenehme Empfindung, vielleicht was Leckeres, was wir essen, oder die Empfindung eines warmen Getränks, was wir trinken, eine angenehme Körperempfindung oder ein schöner Anblick, die Sonne, die durch die Wolken durchstrahlt. Im zweiten Schritt benennen wir das und sagen, das ist angenehm, eine angenehme Empfindung. Im dritten Schritt geben wir uns Raum, das wirklich zu erleben, das zu spüren, das heißt auch das zu genießen. Und im vierten Schritt entscheiden wir bewusst, welche Handlung ist angemessen. Ja, wenn ich den Nachtisch wirklich von ganzem Herzen genossen habe, dann ist es vielleicht gar nicht nötig, mir einen zweiten Nachschlag zu holen. Und was mir geholfen hat über die Woche, mich an meine vorgenommenen Übungen zu erinnern, ist, dass ich ein paar Steinchen in der linken Hosentasche habe. Und immer wenn ich dran denke, nehme ich mir ein Steinchen aus der linken Hosentasche, wende mich meinen Erfahrungen zu, spüre genau, was in dem Moment da ist, und dann stecke ich das Steinchen in die rechte Hosentasche. Und so wandern die Steinchen im Laufe des Tages von der linken in die rechten Hosentasche und dann irgendwann auch wieder zurück. Und es hilft mir einfach, mich dran zu erinnern. Ich wünsche euch für eure Übung heute alles Gute und bis Samstag. Tschüss!